Willkommen bei Underdog Games. Bei mir auf diesem Kanal geht es um Automations-, Survival- und Open-World-Spiele. Tipps und Tricks, Guides, Let's Plays und so weiter. Wenn dir das Video gefällt, lass mir bitte ein Like da. Und wenn du mehr von meinen Videos sehen möchtest, gerne auch ein Abo. Ja, und wie immer, tada, ich gucke immer in die falsche Scheißecke, wenn ich das anschalte. Guten Tag, guten Tag. Ja, Factorio, mein Steckenpferd. Wir produzieren Müll. Wir produzieren verbrauchtes Uran und beziehungsweise Brennelemente. Und ich habe mir einen Zettel geschrieben. Leider kann ich nicht mehr lesen, was ich draufgeschrieben habe. Also ich habe einmal aufgeschrieben, Kunststoff-Output plus 100%. Also wir müssen mehr Kunststoff machen. Das ist mir in der letzten Folge aufgefallen. Wir müssen eine sichere Gleisüberführung bauen. Das wollte der Nino. Und dann werde ich ihn auch verewigen. Endlich wird der Nino seinen Platz kriegen. Rohre frittieren mit Rebecca... an dich. Oder rote Fritten mit Pelebi an mich. Also ich rote Fritten mit Pre an Fisch? Ich weiß es nicht. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben viel gelernt. Ein Wort nach dem anderen, bitte. Also, ich habe viel gelernt. Und zwar habe ich gelernt, dass der Reaktor nicht explodieren kann, wenn er nicht angeschossen wird. Das heißt, wenn er von außen keinen Schaden bekommt, kann nichts passieren. Wir können dran rumbasteln, spielen, machen und tun, wie wir wollen. Wenn die Energie bzw. Temperatur bei 1000 ist, ist es auch egal. Die einzige Sache ist ein Brennelement gestartet für 200 Sekunden. Dann läuft das hier runter. Dann wird es verbrannt. Zwar immer eins. Das Problem ist, wenn wir keinen Strom abnehmen, so wie jetzt, weil wir Sonnenenergie haben, dann stehen wir dumm da und das Brennelement brennt runter. Aber es wird nicht gebraucht, weil die ganzen Pumpen hier sind aus. Die produzieren null Energie, weil wir so unglaublich viel Solarenergie haben. Das ist auf einer Seite ja gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen blöd, weil, wofür haben wir denn dann? Aber ich sag mal so, um Spitzen abzupuffern, wer einen Reaktor hat, hat einen Reaktor. Solange wir jetzt hier kein Stromproblem haben, kein weiteres, und die Fabrik nicht wächst, und die Fabrik wird wachsen, ich habe mich dazu entschlossen, diese Welt weiterzuspielen, zu gucken, ob ich da Mods reinhauen kann, oder ich muss gucken, wenn die Welt nicht weiterzuspielen ist, dass ich die Mods nicht im Nachhinein aktivieren kann, weil einfach von der Forschung und von dem ganzen Prozedere so ist, dann fange ich ein neues Factorio an und werde mir, ich sag mal so, zwischen 5 und 8 Mods oder 5 und 10 Mods raussuchen, die ich schon immer mal spielen wollte. Das ist quasi der Plan für die Zukunft, was Factorio angeht. So, dann gehen wir gleich mal los, würde ich sagen. Und tigern mal hinunter. Also, Kunststoff haben wir gesagt. Kunststoff ist hier unten in der Chemiefabrik. Hier wird Kunststoff hergestellt. Wir schauen mal, es ist alles hier dunkel wie weiß was ich wo. Machen wir mal ein bisschen Licht hier hin. Dunkel da als rumtigern. Mir gefällt die Nachtsichtbrille nicht, deswegen ziehe ich es auch nicht an. So, wo produzieren wir Kunststoff? Hier produzieren wir Kunststoff. Kunststoff ist voll. Was zur Hölle war, muss ich den Kunststoff-Output optimieren? Was habe ich mir da aufgeschrieben? Es war leer, das heißt, es war zu wenig, wir machen mehr. Wir brauchen dafür 2 Chemiefabriken. Dafür brauchen wir Stahl, Eisen und Kupfer. Eisen haben wir einstecken genug. Kupfer haben wir... Naja, wir holen mal ein bisschen was und bauen mal ein paar Fabriken. Stahl ist hier nicht drauf, ne? Nein, da ist kein Stahl drauf. Ich liebe es, so schnell zu sein. Das Schnellsein ist einfach schon mal richtig geil. Also das Schnellsein ist schon mal die halbe Miete, finde ich. Oh, den ganzen Scheiß mit eingesammelt. So. Mal hier drüber rennen. Jupp. Und dann sollten wir eigentlich schon genug bauen können. 2 Stück hätte ich gern. Ansonsten putte ich mich mal hier aus. Mache mich mal leer. Holz, so viel Holz braucht kein Mensch. Das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht. Strommasten, so viele garantiert nicht. Und von denen hier auch welche weg. Und ansonsten da die Erde weg, die Signalkabel behalten wir, die Schüsse behalten wir mal. Okay, so. Dann wollte ich als nächstes, wenn sie fertig sind hier, sind schon fertig, okay. Das Thema der Atombombe ein bisschen pushen. Warum wird die Atombombe nicht gebaut? Das lag am Kunststoff, weil keine roten Bänder da waren. Aber mittlerweile haben wir genug Kunststoff, was mich jetzt irritiert. Jetzt fehlt es an den lilanen Tränken. Die lilanen brauchen... Also Tränke, ne? Verzeiht mir das. Lilane Tränke sind natürlich Forschungspakete, Wissenschaftspakete für Produktion. So. Nur, dass wir hier nicht aneinander vorbeisprechen. Falls jemand neu dazugekommen ist, der nicht weiß, was ich meine.
Uns fehlen hier Bahngleise. Es fehlen uns hier Bahngleise. Okay? Also es fehlt mir immer was anderes. Momentan fehlen hier Gleise. Die Gleise werden produziert hier drüben. Und zwar aus diesen Dingern und Stahl. Uns fehlt Stahl. Alles klar. Dass ein Stahl fehlt, ist ziemlich überhaupt gar kein Problem, denn das hat dahin was mit der Brennerei zu tun. Und davon haben wir tatsächlich genug. Seitdem wir jetzt hier angefangen haben, richtig Gas zu geben, haben wir natürlich hier skalierbar nach oben bis unendlich. Also unendlich übertrieben, aber bis sehr weit. Und da packen wir jetzt erstmal hier ein paar Geschwindigkeitsmodule rein. Zwei Stück. Und da holen wir mal welche ab. Wir haben hier unten eine extra Produktion von Geschwindigkeitsmodulen. Und dann gucken wir doch mal, was wir hier in der Kiste haben. Nix. Okay. Gut. Weil die hier keine langsamen Module produzieren, kriege ich natürlich auch keine schnellen. Hier müssen langsame Module produziert werden. Schalten wir mal die Produktion an. Und dann produziert die hier mit den langsamen Modulen auch schnelle Module. Gut. Dann bestellen wir uns doch welche einfach mal hier. Wir bestellen uns mal Module. Und zwar von denen einen ganzen Haufen und von denen einen ganzen Haufen. Mal gucken, was wir geliefert kriegen. 19 Stufe 1. Ich sag mal so, 19 Stufe 1 ist besser wie nix. Entweder stecken wir die jetzt hier rein, um das zu beschleunigen. Ach nee, wir stecken die 41 Stufe 1. Huhu. Die stecken wir jetzt alle mal hier rein. In die Stahlproduktion. Ja. Bam, bam, bam. Alle drin. Liegt es hier am Eisen? Das weiß ich noch nicht, ob hier zu wenig Eisen produziert wird. Die Dinge sind halt eben hier leider am Stau. Dann machen wir es doch so. Wir machen hier, wir haben da 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11. Dann machen wir die eine Richtung in die eine Hälfte, die andere in die andere Richtung. Das gibt nämlich dann den Effekt, dass wir hier zum Glück nicht so einen Stau haben. Und die alle gleichmäßig arbeiten können. Das bringt nämlich nichts, wenn es hier steht und die nicht weiter brennen können und dann dafür und so weiter. So, wenn wir Geschwindigkeitsmodule Nummer 2 haben, 22 Stück, stecke ich die auch da rein. Dann haben wir nämlich das Problem gelöst mit dem Stahl und es wird jetzt schon mehr auf dem Band, wie ich sehe. Und das lassen wir jetzt mal so laufen und dann schauen wir mal, was passiert. Da kommen jetzt schon mehr. Ich nehme noch ein bisschen was ab. Wir brauchen auch selbst noch ein bisschen was. Die Produktion von den Solarpanelen steht. Die brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt Atomstrom. Wir wollen natürlich richtig Atomstrom machen. So, das nächste ist, der Nino hat mir etwas geschickt mit einer Sache. Ich sterbe sehr oft am Zug. Also die Haupttodesursache ist tatsächlich der Zug. Überquerung am Zug. Dazu habe ich mir überlegt, dass ich mir hier eine Übergangsstelle mache. Und zwar, die Idee war, er hat mir einen Schaltplan geschickt, beziehungsweise so einen Link. Die Idee ist folgende. Ich baue mir hier einfach mal einen Übergang hin. So, ich mache jetzt bewusst hier zu, dass ich nicht drüber kann, ohne dass ich hierher gehe. So. Es geht ja auch darum, ein bisschen zu probieren. Es geht ja nicht nur hier, dass ich jetzt tatsächlich hier drüber laufe. Wenn ich drüber laufe, überfahren werde, habe ich ja Pech. Aber es geht darum, hier tatsächlich mal zu probieren und dann zu sehen, oh ja, cool oder schlecht. Dann baue ich hier ein Signal hin. Ein Signal? Da war schon der Zug. Bam. Das Signal hat hier die Aufgabe, das Signal zu signalisieren, dem Zug zu signalisieren, dass ich da fahren darf oder nicht. Also er fahren darf. Er. Ist der Zug jetzt männlich? Der Zug. Ja, er. Dass die Zügin nicht fahren darf oder fahren darf. So. Nicht fahren lassen, sondern fahren. Und wir haben jetzt die Tore. Die setze ich mal dahin. Und die Idee ist folgende. Wenn ich in das Tor reinlaufe, wird das hier rot. Und wenn ich aus dem Tor rauslaufe, wird es wieder grün. Das ist die Idee. Das heißt, kein Zug kann, wenn das Tor unten ist, mich überfahren. Coole Sache, oder? Okay. Um das zu bewerkstelligen, müssten wir das jetzt verbinden. Wir nehmen uns mal hier Kabel. Die Farbe der Kabel ist übrigens egal. Wir schließen das Tor an und gehen an das Signal. Und wir gehen von dem Tor. Das ist jetzt so ein Versuch einfach. Hoffentlich bleibt der Zug nicht drin hängen. Das heißt jetzt gehen die Tore nicht mehr auf. Okay, das ist jetzt doof. Tor, Liest-Sensor. Tor, Liest-Sensor. Ausgangssignal G. Ich möchte aber, dass die Ausgangssignal rot machen. Das ist irgendwie schlauer für mich. Also wenn der was macht,
macht dein Signal in Rot. Und wenn das Signal hier ankommt, Signal schließen, Signal auslesen. Nee, Signal schließen, du sollst was tun. Du wirst ein Aktor, nicht ein Sensor. Du wirst dann was macht. Wenn du Rot kriegst, wenn Rot gleich 1 ist, dann sollst du was machen. Bloody Mary, ich hoffe, Rot gleich 1 ist richtig. Und dann Signal schließen. Perfekt. Das Problem ist, wenn beide offen sind, dann wird's blöd. 1 ist okay und 1 und 1 wird wohl wieder 0 oder so. Hebt sich dann auf. Okay. Das heißt, wir müssten sehr wahrscheinlich ein Gerät hinbauen. Kombinator für Vergleiche. Kombinator für Berechnungen. Kombinator für Konstanten. Ich nehme mal das Ding. Das sieht gut aus. Schneller bauen. Denn, ihr seht ja, also 1 würde funktionieren, wenn ich hier eintrete, geht es. Aber so wie das zweite Signal dazu kommt von der anderen Seite, ist schlecht. Was ich aber auch machen könnte, ist, ich könnte hier doch so Quertore hinbauen. Könnte die verbinden. Kann man nicht verbinden. Shit. Ja, also so wie eins unten ist, ist okay. So wie beide unten sind, ist schlecht. Nehmen wir mal das Ding hier, setzen das mal dahin. Bäm. So. Jetzt fängt schon an, der hat keinen Strom, gell. Der geht schon los. Da könnte ich schon wieder Plug kriegen. So, jetzt hast du Strom. Wenn die Bedingung rot ist, gleich. Wenn die Bedingung rot gleich 1 ist, also wenn er rot kriegt, dann soll er eine 1 senden mit rot darüber. Das heißt, rot, rot, Vollidiot. Er Zug hält schon mal an. Wenn ich jetzt drüber laufe, überfährt er mich. Wobei das hier auch nicht so schlimm. Aber wenn wir natürlich hier so langlaufen, dann kommt er, ist auch blöd. Also wir machen es jetzt richtig. So, wir brauchen das Kabel. Abklemmen. Abklemmen. Ist euch aufgefallen? Wir kriegen keine Kabel zurück. Betrug. Wir gehen da rein. Bäm. Und wir gehen dann auch von hier da rein. Bäm. Und wir gehen an den Ausgang, an das Gerät. Gleiche Scheiß. Wenn zweimal rot kommt, der sendet und dann gibt es ein Problem. Okay. Der sendet auch und es gibt ein Problem. Warum gibt es ein Problem? Also wenn rot gleich 1 ist, was er ja macht, wenn rot an ist, dann gibt das Signal 1 raus. Und das Signal geht dahin. Und das Signal ist rot. Und das ist 1 und es kommt hier an, dann geht es auch. Aber wenn beide sind, geht es nicht. So, jetzt gucken wir mal. Achtung, jetzt vergleichen wir mal. Kombinator für Berechnungen. Kombinator für Konstanten. Ich habe keine Ahnung von den Dingern. Ich bin ja völlig blöd. Das wisst ihr ja mittlerweile. So. Ach so. Der gibt quasi immer ein Signal raus für Konstanten. Das heißt, ich könnte hier sagen, du machst immer rot. So. Rot. Jetzt sage ich dir Kabel. Von da an das Gerät. Und dann wäre jetzt quasi der Zug, wenn er angeschaltet ist, immer gesperrt. Zug an, ist Lampe rot, da unten sieht man es. Aus, an, aus, an, aus. Okay, habe ich verstanden. Ist natürlich nicht das, was wir wollen. Ist das falsche Gerät. Damit können wir quasi einen Start eines Signals oder was auch immer manuell an- und ausschalten, ein Gerät oder so eine Berechnung triggern. Okay, und jetzt haben wir noch Kombinator für Vergleiche. Nee, für Berechnungen. Jetzt geht's los. Achtung. Achtung, jetzt wird's spannend. Das wird jetzt ein bisschen quer werden in meinem Gehirn, aber ihr werdet sehen, dass man auch mit einem queren Gehirn dieses Problem lösen kann. Der eine oder andere wird schon da sitzen, wird sich die Fußnägel hochrollen und sagen, mein Gott, bist du blöd. Aber ich sag euch, ich weiß es nicht besser. Ich mache das so gut ich kann. So, rennen wir wieder hoch. Und da ist schon ganz schön Zugverkehr, finde ich. Also, das ist Ninos Bahnschranke übrigens hier. Aber die muss erstmal funktionieren. So, das Ding können wir abreißen, das bringt nichts. Wir brauchen den für Berechnungen. So. Wenn der Eingang rotes Signal ist, kleiner
Ich habe 2 Jahre Elektrotechnik für meine Ausbildung gemacht, eine Berufsschule, Berufsfachschule für Elektrotechnik. And or nor xor, was weiß der ich denn nicht alles. Und ich war ein 1er-2er-Schüler. Ehrlich. Das hat mir richtig gut getan. Es war richtig geil. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung mehr. Also und minus plus. Okay, Achtung. Wenn das Rot reinkommt, machst du plus 1. Und der Ausgang ist rot. Und dann geht das Signal mit plus 1. Da ist kein Kabel dran, deswegen geht es nicht. Ich lege mal das Kabel da unten hin, damit es nicht mehr weit. Der Weg so weit ist, geht das Signal dahin. Das heißt also, wenn das Tor, das da oder das da, ein Signal sendet, denn das macht's. Und zwar sendet es rot. Dann macht er plus 1. Und wenn ein plus 1 einkommt, rot ist gleich 1, dann schließen. Aber das sendet doch nur. Ja, es hebt sich auf. Da ja, müssten wir noch was dazwischen schalten. Achtung. Achtung. Meine Güte. Wo bist du? Wo bitte ist er? So. Wir brauchen noch so ein anderes Ding. In meinem Kopf ist gerade ein kleines Feuerwerk entstanden. Ob es was bringt oder ob es einfach nur ein Kabelbrand ist, weiß ich noch nicht. Aber ihr werdet sehen. Tok Tok leuchtet hell. So. Können wir noch so ein Ding bauen? Ja. Vergleiche. Und zwar habe ich jetzt vor, zu vergleichen. Ich möchte sagen, entweder so oder so, dann das. Achtung. Zum Glück laufe ich schnell. Also, wenn das hier sagt, das ist rot, kleiner, größer als 0, dann machst du ein rotes Signal raus. Also, bei 0 darf nichts passieren. Wenn das Signal aber größer als 0 wird, muss er rot machen. Und wenn das Signal größer als 0 ist, zum Beispiel wenn das Signal 2 ist, dann macht er auch rot. Und wenn er immer noch so ist, ist er immer noch rot. Wenn ich rausgehe, tschupp, ist wieder grün. Es hat geklappt. Hör, hör, ich habe Feuer gemacht. Okay, also, wenn das Signal nicht 0 ist, sondern egal was es ist. 2, 5, 10, summiert 2500, 38.000, ist egal, ist das Signal rot. Wir können jetzt auch diese Dinger wieder abbauen hier. Oh, das sind übrigens die Gleise, diese Dinger. Ich meine natürlich diese Tore. So. Ich wollte diese Tore abbauen hier, diese unnötigen. Dann ist der Zug quasi gebremst. Egal wann ich jetzt hier stehe, das reagiert jetzt zum Glück nur das Tor auf mich, wird es rot. Und wenn ich drüber gehe, wird sie wieder raus. So, Nino, du hast ja auch geschrieben, dass du nicht weißt, wie die... Oh, ich hätte es mal testen können. Verdammt. Aber es geht. Wenn die Lampe rot ist, hält der Zug an, ist doch klar. Und egal, wo ich hier stehe, ihr könnt ja sehen, es ist rot. Es bleibt rot. Und dann wird es wieder grün. Wenn die letzte Tür zu ist. So wie sie aufgeht, bleibt der Zug stehen. Sehr geile Sache. Freut mich, dass es so geklappt hat. Was wir jetzt noch machen könnten, zur Sicherheit... Achtung. Wir könnten ein Tor einbauen. Falls der Zug noch durchhuscht. Das heißt, wenn dieses Signal hier rauskommt, dann, Achtung, jetzt wird's pervers. So. Müssen wir auch noch verbinden miteinander. Wenn dieses Signal rauskommt, dann sagen wir den Toren, Tor öffnen. Der Betrieb sagt, das Tor öffnen, wenn was kommt. Bedingung zu öffnen ist,
Das Signal ist kleiner, das rote Signal ist kleiner 0. Wenn es kleiner 0 ist, geht es auf. Ja, es geht nicht auf. Wenn ich jetzt in die Mitte gehe, wenn das Tor wieder hin, kein Signal mehr sendet, wenn es geht. Nein, geht leider nicht. Wenn ich von hinten komme, müsste es aufgehen. Ich bin jetzt der Zug. Tut, tut. Tut, tut. Ich bin der Zug. Aber das Signal ist jetzt. Wenn das Signal gleich 0 ist. Ja. Wenn das Signal gleich 0 ist, Leute. Da sind wir wieder. Rotes Signal ist gleich 0. Rotes Signal ist gleich 0. Das haben wir schon und das haben wir auch. Es geht jetzt nicht, weil ich bin ja hier zwischendrin. Ich bin hier quasi im gesicherten Bereich. Der Zug kann hier nicht durch. Und dann gehen die Tore auf. Wenn ich jetzt der Zug bin, kann ich durchfahren. Aber so wie hier... Oh, wir gucken mal, wenn der Zug kommt, ob der das Tor bewegt. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Wir holen mal den Zug. Der Zug... der Zug hat keine... Nein, darf ich nicht singen. Das ist bestimmt Copyright, weil ich mich so original anhöre. Und los geht's. Ab an die Tankstelle fahren, lieber Zug. Wir machen jetzt mal nix hier. Wir sind nur die Zuschauer. Die Zugschauer quasi. Und der Zug kommt. Und er fährt durch. Sehr geil. So, das gibt hier einen offiziellen Platz für den Nino. Nino, gute Idee. Ich muss jetzt auch nur über die Gleise gehen an der Stelle. Nicht, dass ich hier woanders langlaufe. So. Somit... Nino. Ninpo. Nein, nicht Ninpo, sondern Nino. Können wir da mal was hinmachen? Vielleicht machen wir ihn so als Tormann. Ich mache ihm ein Tor hin. Nino, der mit dem Tor. Okay. Gucken wir mal. Da ist er. Oh. Okay, wenn ich rausgehe, wird er größer. Der Nino. Sind die anderen noch da? Tok Tok. Daniel. Beziehungsweise Daniel S. Oder Daniel 2. Cyber. Ja, haben wir auch. Helmut ist im Pool, wie immer. Und hier neben der Daniel im Outpost. Alles klar. So. Weiß nicht, wen ich noch vergessen habe. Habe ich noch jemanden vergessen? Ich gehe. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Bloody Mary. Oh, fuck off. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Es tut mir leid. Ah, Bloody Mary. Deswegen meldet sie sich auch nicht mehr. Die schreibt auch nicht mehr. Die sagt auch nichts mehr. Der ist es einfach zu blöd geworden mit mir. Aber ich tue jetzt so, als wäre schon die ganze Zeit hier, wo ich ja das zukünftige Lager hinmachen möchte, da ist ihr Platz. Und wenn sie fragt, sage ich, du warst die ganze Zeit da. So. Ja, das war beim Umbau. Ist halt passiert. Es passiert sowas. Da ist er. So, Bloody Mary, ich habe dich wieder reingenommen. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Und jetzt sollte es stimmen. Alles klar. So, dann machen wir weiter. Kunststoff haben wir gesagt. Wir haben gesagt Stahl. Wir haben Stahl aufgepimpt. Gucken, ob das schon reicht, was hier langläuft jetzt. Mal auf die Linie gucken. Die Linie ist immer noch nicht voll. Das ist ein bisschen doof. Gucken, was da hinten los ist jetzt am Ankunftsort. Lila, hier wird Stahl gebraucht für die Schienen. Schienen sind hier. Ist immer noch ein bisschen mau, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich meine, das sieht ja jeder... Jeder Esel ist, dass es zu wenig ist, was da kommt. Wo fließt es noch hin, das Stahl? Es fließt darüber zur Lichtbogenölproduktion. Die werden auch gebraucht. Okay, das brauchen wir halt eben. Wir haben halt eben viel Hunger. Wir müssen uns da besser drum kümmern. Die Autobahnen sind einfach geil. So, dann gucken wir mal, was hier los ist. Wir haben auch nicht genug Eisen. Die Öfen laufen zwar, aber ich bin mir sicher, die könnten mehr. Wir nehmen den einfachsten Weg, wir nehmen den Weg, dass wir sagen, wir hauen hier nebenan nochmal Lichtbogenöfen hin. Ich meine, den Platz haben wir ja und es bietet sich ja tatsächlich so an, das ist jetzt kein Fusch. Ich finde, dass wir das hier verlängern können, das ist kein Problem, auch mit dem neuen Bahnhof nicht. Das sollte in Ordnung sein. So, jetzt baue ich die, ich will die nicht mehr bauen, ich will die doch hinsetzen. Schön dazwischen geknöttelt hier, so. Das hier auch. Wieso ist das denn jetzt über Kreuz? Das ist ja cringe, würde jetzt mein Junior sagen. Das ist ja cringe. Ich mit den neuen Ausdrücken immer. So,
Okay. Und dann hier. Jetzt ist es gerade. Das X macht mich ja wahnsinnig sonst. Okay, das passt. Rote Bahn. Die haben wir doch nochmal hier immer in der Bestellung drin. Was ist da los? Rote, blaue Arme hier. Blaue Arme. Bitte mal einen Satz blaue Arme liefern. Danke. Kommt schon was geflogen? Das sind aber Dings. Ah, da kommen sie. Sehr gut. Oh, Schaltkreise. Tuning-Schaltkreise. 29 Stück, das ist cool. So. Strommäßig müssen wir uns ja keine Sorgen mehr machen. Wir haben jetzt einen AKW gebaut. Und wir haben keine Angst, dass in die Luft fliegt. Das heißt, wir können noch mehr bauen. Wenn nötig. Und warum benutze ich eigentlich keine Drohnen, um das zu machen? Ich jetzt einfach kopieren können, ich Esel. Aber na gut, na gut. Was soll's? Handarbeit ist ja auch was wert. So. Patch, patch. Und dann noch eins rüber. Was läuft halt so gut in der Folge? Was ist los? Ich habe gerade mal geguckt, ob ich noch aufnehme. Weil meistens ist es so, wenn man dann so einen Lauf hat, gefühlt einen Lauf, wenn man sich gut fühlt, wenn es funktioniert und alles so Bingo-Bongo ist, dann kriegt man auf einmal dermaßen auf die Fresse und sieht die Aufnahme aber aus. Ist immer schlecht. So. Jetzt haben wir hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Das heißt, bei 8 mache ich die Mitteltrennung. 2, 4, 6, 7, 8. Das hier geht nach links. Und das hier geht nach rechts. Ab hier. Haben wir keinen Stau. Finde ich auch wichtig. Das sieht man hier ein schönes Zeichen, dass man weiß, hey, da ist eine Trennung. Und dann laufen die wieder in die andere Richtung. Okay. Haben wir noch Tuning-Teile einstecken? Einser. Die sind alle gepimpt da unten. Da oben das Eisen staut sich bis zum Anschlag. Das heißt, wir haben tatsächlich richtig... Warum laufen die nicht? Keine Komponenten. Ah, die Arme sind falsch rum. Alter. Das wäre jetzt was geworden. Da hätte ich euch das Maul zerrissen. Sag ich euch. Einfach nur das Maul zerrissen drüber. Kaputt gelacht, das Maul zerrissen. Noch die Tuning-Dinge reingestopft und die Arme nicht richtig rumgesetzt. Aber das ist tatsächlich ja nur ja, ein Fehler. Also so eine Kleinigkeit. Das ist wie wenn der Pilot beim Flug das Fahrwerk nicht auspackt. Wenn er es nicht auspackt, landet das Flugzeug halt eben auch. Ne? Wir hätten ja auch hier mit dem Stahl irgendwann rausgefunden, dass es nicht in Ordnung ist. Ja. Ich verstehe nicht, warum hier so viel Stau ist und da nicht. Das ist mir nicht ganz klar. Aber ich muss ja nicht alles wissen. Hier noch ein paar Dinge rein. Das sind alles schon Zweier, 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 Zweier. Alles Zweier. Okay. Und hier drüben... brauchen der Stahl. Ja gut. Man sieht ja, das Ding ist immer schön voll, obwohl die Tuning-Dinger drin sind. Das heißt 8, 9, 10, 4, 8, 9. Das heißt 6 oder was werden gebraucht dafür. Und das ist okay. Hier laufen alle. Stromverbrauch. Wir schauen mal kurz drüber. Was erzeugt uns hier den Strom? Hier drüben ist die Erzeugungsseite. Wir machen hier Strom über Solar. 73 Megawatt. Das ist eine tolle Anlage. So ein Hedgehog in daheim. Wobei, ich glaube nicht. Angeblich würde der Gleichstrom auf den Solarpanels unterm Dach einen ziemlich kirre machen, wenn der ziemlich stark ist. Weiß ich aber nicht, ob das stimmt. Dann haben wir Dampfturbinen, die 11 bringen. Die laufen hoch und runter, wie sie wollen. Uran haben wir genug. Raus damit. So. Gut. Wenn die Atombombe fertig ist, dann gibt es da drüben natürlich auch Stücke. Und zwar möchte ich dann ganz gern hier aufräumen. Hier. Die da. Die machen wir richtig schön weg. Die rasieren wir quasi, wie man so schön sagt. Und, ob wir generell was rasieren können, gucken wir mal hier. Oh. Ah, da schießt schon wieder einer. Wer ist denn das? Berlin-Mitte. Die Haubitze aus Berlin-Mitte feuert wieder ihren Scheiß ab. Jawohl. Wie komme ich jetzt auf Berlin-Mitte? Vielleicht wegen Bertha. Dicke Bertha, aber Berlin. Egal. So. Die hat Ordnung gemacht. Hier wird weiter noch Ordnung gemacht. Nicht in der Reichweite, halt eben hier hin. Mein Gott, dass sie so kleinlich ist. Hat eben einen Leck gehabt? Oh, die sind weggelaufen. Ich hätte sie alle weggebombt hier. Scheiß, dachte ich. Na gut. Oh, oh.
Alarm? Alarm. Jetzt kommen die natürlich schon unten angerannt, wie die Blöden. Und wollen sich rächen an der Mauer. An der Mauer, die keinen Schutz hat. Ziemlich dumm von mir. Aber wie ich so bin, sowas mache ich halt. Ich habe nämlich meine Mauer eingezogen. Ich habe die schwindelig gelasert. Die Mauer ist hier unten ziemlich maurig. Das war ja dumm. So. Ich habe die Mauer dahin gebaut, um einfach mir einen Schutz zu geben, dass ich hier ständig von unten angegriffen worden bin. Das war vor dem großen, vor der großen Säuberung da unten. Aber ich sehe gerade, ich müsste theoretisch hier Strom verlegen. Denn das ist nicht gut so. Ich brauche Strommasten. Und zwar mal so 150 bis 200 Stück in der Tasche, bitte. Das mache ich jetzt auch noch gleich, bevor diese Folge endet. Leg da unten mal Strom rein, dass wir später noch Laser setzen können. Wir bauen auf Energie, wir bauen auf Strom. Wir haben Uran. Wenn nicht, holen wir uns Uran. Das ist mir gerade egal. Wir schnappen uns, was wir können. Und ich stelle mich mal hier hin, bevor einer wieder einen Krampf kriegt, weil ich meinen Drohnen wegrenne und lass mich beliefern. Beliefert mich. Los. Schneller. Von wo kommen sie denn? Okay. Ich hätte ganz gern so 150 Strommasten einstecken. 44 habe ich. Was bringt ihr? Mauern. Ach, und lasergeschützte Damage. Haben wir keine. Okay. Oh, da kommen die Stromdinger. Tschup, tschup, tschup. Da sind wir. Super. Dann gucken wir nach den Lasergeschützen. Den nehme ich mich auch noch mit. Was haben wir denn da unten? Ah, 32. Das ist gut. Noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, die Folgen lieber mehr, aber nicht zu groß, denn das Rendern dauert leider viel zu lang. Also das, nicht das Rendern hier zu Hause, der Rechner ist flott. Das Rendern bei YouTube und die 320p oder was es sind, das ist scheiße, wenn ihr euch das anguckt, finde ich irgendwie doof. Wenn es dann 4 Stunden dauert, bis es fertig ist, ist auch nicht schön, weil da kann ich nicht, ich produziere nicht 3 Wochen vorher. Ich mache heute für morgen oder heute Abend für heute Abend, weil ich Bock habe zu produzieren und Videos zu machen und zu spielen vor allen Dingen. Und da ist dann natürlich schwierig, wenn hier eine falsche Kiste sitzt. Da-da-da-da. Die habe ich mal umgebaut. Jetzt kriege ich mich auch meine Drohnen geliefert. Überall, wo ich bin. Brav. So, wir haben Geschütztürme. Wir haben Dings. Wir brauchen noch ein paar Radardinger. Ich will da unten was sehen. Und zwar genug sehen. Radardinger. Was brauche ich dafür? Ah, wir haben noch eine Radarproduktion. Moment. Und zwar produzieren wir ja Radarproduktion für die Geschosse. Ach, schon wieder alles voll. Die Munition ist schon wieder gerammelte voll. Einfach geil. Radar, da ist es. Wissen Sie das? Ja. Okay. Haben wir mal schnell 60, 70, 67 Radarstationen eingesteckt. Wer hat, der hat. Ja, und ich habe auch gelesen, der Daniel. Daniel 1 in dem Fall. Oder der Daniel. Daniel 1 und 2 ist ja doch doof. Daniel 2 finde ich cool, aber Daniel 1 und 2 ist nämlich doof. Der Daniel hat seine Rakete abgeschossen, hat er geschrieben. Alter Poser. Da hat er jetzt wieder Zeit, mehr Zeit, sich ums Baby zu kümmern, ne? Nein, ich mache natürlich schon Spaß. Als Vater weiß ich, wie übel die Zeit ist. Wie schön, ja, wie sie mal erzählen, ach, wie toll, wie schön. Ich weiß aber auch, wie zehrend die Zeit ist, wenn man Vater ist und das Baby klein ist und man sich als Vater der heutigen Zeit auch damit identifiziert und zu tun hat. Weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, keine Ahnung. Bei uns war das so, das heißt, auch füttern und so war mein Thema. Windel wechseln sowieso. Hat mich aber nie gestört. Und deswegen weiß ich, wie krass das ist, wenn man dann völlig fertig ist. Man muss noch arbeiten gehen, man hat noch die Zeit nachts, wo man wach ist. Dingelingeling. Und hat auch noch hier Factorio in der Backe. Das ist schon eine harte Nummer. Muss ich sagen. Aber scheinbar hast du ja ganz gut hingekriegt. So. Hier machen wir jetzt mal ein paar Stromdinger hin. Einfach, weil es mir auf den Nerv geht, dass die uns angreifen können. Ja, die machen dann da an der Mauer rum, gehen mir auf den Keks. Will ich nicht. So. Auch hier ein bisschen Platz machen. Ja. So. Das ist schönes Brennholz. Das könnte ich bei uns in den Ofen stecken. Da freue ich mich wieder. So. Könnte ich euch 1000 Sachen erzählen. Über Heizungsumbau oder über den Ofen zu Hause und was besser ist und warum.
Oh. Eins kann ich euch sagen. Wenn ihr einen Ofen habt, so von der Oma oder so, wo noch so eine Kochstelle drauf ist, behaltet den. Denn, so wie da eine Kochstelle drauf ist, ist es nicht nur ein Ofen, der immer wieder geändert werden muss, weil er nicht die, keine Ahnung, was für Ansprüche hat, sondern wenn ein Ofen ist, zumindest hier in Hessen ist es so, dann ist der Ofen quasi so wie so eine wichtige Stelle und dann darf der nicht einfach weggedingst werden. Wegautomatisiert werden. Naja, gut, komm. Drauf geschissen. Und dann habt ihr quasi den Ofen und müsst euch nicht immer an die neuen Fürze halten, die dann da irgendjemand entscheidet und den schließt und beschließt. Denn so ein Ofen mit so einer Kochstelle drauf ist wohl irgendwie eine Art Herd und deswegen darf der wohl laufen. Was aber nicht die Gefahr mindert, wenn ihr mal Probleme habt mit CO oder CO2, nee, was ist CO, gell? Das Giftige, was aus dem Feuer rauskommt. Wenn ihr das nämlich dann in der Bude habt, seid ihr auch im Arsch und verreckt ganz bitterlich, weil ihr es nicht merkt. Deswegen baut euch so ein paar CO-Sensoren ein und da habt ihr dann keine Probleme. Ich glaube, es ist CO. Wenn ihr Feuer im Haus macht, dass ihr da vielleicht mal einschlaft und nicht mehr aufwacht. Ja. Hat nämlich gerade das Thema gehabt hier. Jetzt haben wir überall so Dinger drin, weil ich mich keinen Bock habe, dass ich morgens mal ankomme und die Kinderzimmer aufmache und die schlafen und wollen nicht aufwachen. Und dabei schlafen sie gar nicht. Das wäre das Übelste, was ich mir vorstellen kann. Von daher, kauft euch die Dinger, kauft sie bei einem Schornsteinfeger, fragt ihn. Die verkaufen meistens guten Scheiß. Und es lohnt sich. Auf jeden Fall. So, wir geben für so viel Scheiße Geld aus. Da kann man, wenn man Feuer daheim hat, auch sowas machen. So, gut, das war jetzt hier die Lehrstunde, ne? Hier, Lehrstunde. Keine Rechtsberatung, ihr wisst, was ich meine. Aber trotzdem ist es cool. Wenn man ein bisschen was weiß. So, dann ziehen wir noch hier die anderen Dinger hoch. Können wir welche bauen? Können wir nicht, weil uns bestimmt... Es fehlt uns Kupfer. Oh, ich dachte, uns fehlt Stahl. Nein, uns fehlt Kupfer. Wir müssen doch an die lange Mauer jetzt hier Stinks legen. Stinkste Bums. Oh, Steinproduktion steht auch, das heißt, hier ist voll. Gut, soll mir recht sein. Ja, wir müssen gucken, was wir mit unserem übrigen Uran bzw. mit unserem übrigen Dingsbums machen. Jetzt wisst ihr es aber. Ja, Steinproduktion steht, weil die Steine hier anstehen. Mit unserem übrigen... Oh, die laufen alle, wie schön das aussieht. Jetzt läuft er. Okay, der ist eben nicht gelaufen, der Drecksofen. Ja, weil hier unten zu ist. Ich verstehe. Habe ich noch Zweier-Tuning-Dinger einstecken? Ja, habe ich. Das sind alle schon Zweier-Gepimpte, gell, hier. Ja. Okay, dann ist es so. So, wir wollten noch die Masten bauen, dass wir da Strom runterkriegen. Dass wir unsere Basis da unten endlich behaupten können und das uns ist. Ne? Kann es keiner mehr wegnehmen. Bereich, zumindest solange die Spucker so bleiben, wie sie sind, wenn sie jetzt nicht, keine Ahnung, wie groß werden in der Zwischenzeit, dann wird es natürlich dumm. Wir setzen noch ein paar Radarstationen dazu, und zwar im richtigen Abstand. Zug, 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 das war knapp. Und ich würde sagen, wir ziehen uns den Strom tatsächlich hier mal aus einer sicheren Quelle raus, nicht irgendwo von so einer Zwischenstation, weil immer klemme ich es wieder ab, weil ich dachte, das brauchen wir nicht mehr. Und dann haben wir keinen Strom mehr. Also, aber wenn hier so ein Hauptmast rausgeht, weiß ich, dass ich damit was machen muss. Werde ich ihn abklemmen. So, und auch diese Mauer da oben, die ihr jetzt da gesehen habt, auf keinen Fall wegnehmen. Lasst die Zwischenmauern stehen. Wenn die einmal irgendwo durchbrechen, seid ihr die Gearschten. Macht das nicht. So. Das haben wir. Dann brauchen wir noch Radarstationen, haben wir gesagt. Radarstationen, da sind sie. Würde ich sagen, setzen wir es so, dass wir was sehen können immer. Da ist der Radar-Dings, das fangen wir ganz hinten an, ist ja klar. Nichts, wir brauchen gar nicht, um das alles zu überwachen, sehe ich gerade. Cool. So, sehen wir jetzt die Lücke auf der Minikarte, ne? Sehen wir hier, wir müssen also quasi hier irgendwo hinsetzen. Ein bisschen nach hinten. So. Das ging jetzt da, weil halt eben der Master stand. Ich erwarte sowieso nicht so viel Gegenwehr hier an der Stelle, aber
wie sagt man immer so schön, Trauschau wem? Besser, wir wissen, was los ist, wie dass wir darauf vertrauen, dass nichts los ist, und dann brüten die hier wieder irgendwas aus. Hab ich überhaupt keine Lust, dass das passiert. So, okay. Hier würde ich sagen, sind wir safe. Wir haben einen richtig breiten Streifen gemacht. Ich glaube, Donald Trump wäre stolz auf uns. Egal, ob das jetzt gut oder schlecht ist, lass es einfach mal dahingestellt sein. Ich wollte hier nichts Politisches machen, aber wenn ich jetzt hier runterrotze mit meiner Artillerie, Achtung, für die kleinen Häuschen der Monster, dann wird passieren, dass sie angerannt kommen, ist ja klar. Würde ich auch machen. Jetzt kommen sie schon, sie formieren sich. Hoffentlich treffe ich die jetzt nicht aus Versehen, das wäre ja voll schlimm. Da komme ich nicht weiter, okay. Sie kommen angelaufen, sie kommen und was passiert? Sie rennen in den Wald. Sie verheddern sich im Wald und sie werden angelasert. Aber die machen schon Schaden. Das bedeutet für mich natürlich was? Das bedeutet für mich, dass wir keine Lasergeschütze mehr einstecken haben, die wir jetzt hier hinsetzen können, obwohl ich welche bestellt habe, aber keine geliefert worden sind. Es ist rot, weil nicht im Logistik... Ach, weil ich gar nicht im Netz bin. Okay. Gut. Das ändern wir mal noch, dass wir das noch dann hier vollstücken. Wir müssen das mehr belegen hier. Wir brauchen mehr. Ganz klar mehr Laser. Und wir brauchen an der Stelle auch nochmal doppelten Strom, weil wenn einmal so ein Strommast kaputt gespuckt wird von denen, wenn die drüber spucken, ist natürlich auch nicht so schön. Aber zuerst ist die Verteidigung jetzt gegeben. Wir sind sicher. Und das ist ja das, um was es geht. Die Renten sind sicher, sagt man ja. Und ich würde sagen... Danke fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge spielen wir mit Atombomben? Oder vielleicht mit Uran angereicherten Treibstoff? Oder wir machen noch was anderes. Oh, da hat jemand eine Facebook-Nachricht geschickt. Interessiert mich jetzt aber gerade nicht. Okay, alles klar. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.